mich ganz kurz entschuldigen, wenn ich darf. Oh, ist das peinlich. Oh Gott. Tatsächlich habe ich einen Mann noch nie so zum Schützen gebracht. Bisschen unangenehm. Das Wichtigste. Ich dachte, ich bin das Wichtigste. Also ich würde eine Kerze anzünden. Ich finde das so kitschig. Hast du Kontakt zu deiner Ex? Und na? 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 Gute Entscheidung, dass ihr hier seid. Folge 4 von First Dates Hotel 2024. Ich bin Linda. Ich bin jetzt schon seit 8 Jahren Single. Eigentlich bin ich ein lockerer Typ. Mit mir kann man auf jeden Fall Spaß haben. Und ich finde eigentlich auch, dass ich witzig bin. Aber der Richtige ist einfach noch nicht gekommen. First Dates Hotel muss mir dabei helfen, weil wie man sieht, kriege ich es einfach nicht alleine auf die Reihe. Du bist ein gescheites Energiebündel, würde ich sagen, oder? Mhm. Muss man mal aushalten. Hä? Er sollte sehr viel Humor haben, so vom Aussehen. Stehe ich auf große Männer, obwohl ich relativ klein bin, also große, oh, da denke ich, geil. Sollte auf jeden Fall auch gepflegte Zähne haben, so ein schönes Lächeln und auch einfach dieses gewisse Etwas, so dieses, oh. Dich muss man aushalten. Lieber Roland, toll, Volltreffer. Ich glaube, das sind genau die Worte, die man unbedingt hören möchte und dann vor allem auch gerade noch in so einer Situation, wenn man eh nervös ist. Ey, sag mal. Linda sagt ganz klar, das Fernsehen muss einschreiten, wenn man es halt selber nicht gebacken bekommt. Heinz Hönig hat dadurch ja tatsächlich sogar eine Pflegekraft bekommen. So. Geht? Ja, ich würde heiraten. Ganz groß, prunkvoll, Riesenkleid, Riesenschleppe mit Kutsche, allem, was das Prinzessinnenherz begehrt. Bitte wie im Film. Wie lange bist du alleine? Seit 2014. Das ist sehr lange. Ja. Fies bist du! Ja. Macht man sich mit der Zeit mal so Wahnsinn. Ein paar Abstriche? Nein, natürlich macht man Abstriche. Ich möchte doch nur ein bisschen erobert werden. Das ist aber ganz schön lang, dass du keine Beziehung hast. Ja, mein Lieber, ganz herzlichen Dank, dass du das mal so zusammengefasst hast. Und welcher kluge Hinweis kommt als nächstes, dass sie mehr Abstriche machen musste als wahrscheinlich jedes Pandemie-Testzentrum? Nanette hat einen Traum, ähnlich wie Gina Lisa, möchte sie offensichtlich eine Hochzeit der Superlative. Es hat halt einfach nicht so richtig geklappt, weil ihren bisherigen hat immer das gewisse Extra gefehlt. Geld. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Ich wünsche mir tatsächlich ein Weihnachten mit meinem Mann. Kindern ganz viel drumherum. Das wünsche ich mir tatsächlich. Und vielleicht könnt ihr mir einfach helfen. Ich glaube, ich habe es auch mal verdient. Ich glaube, ja. Boah, ich finde, in ihren Worten steckt so viel Schmerz und so viel Sehnsucht. Komplett ohne Ironie. Ich finde, man merkt einfach, wie sehr sie sich einen Partner wünscht. Völlig egal, was hier heute noch passiert. Wir drücken auf jeden Fall fest die Daumen, dass sie glücklich wird. Wir haben gute Gespräche geführt. Wir haben viel gelacht. Wir haben da auch einen wunderbaren Konsens. Unglaublicherweise. Das Wichtigste. Das Wichtigste? Ich dachte, ich bin das Wichtigste. Das Wichtigste okay, von uns. Der war schlecht. Das Schönste sitzt neben mir. Oh mein Gott, der kommt hör auf. So ein Romantiker? Also Romantik muss nicht sein. Ich weiß, ich finde das so kitschig. Also ich würde da, glaube ich, auch eine Kerze anzünden. Schön, dass du da bist. Ja, auf die fantastische Zeit hier. Mit dir. Also Charlene gibt sich absolut reserviert. Für mich unglaublich spannend, hier auch Erfolge zu erzielen. Jo, ne? Charlene, die hat uns ja tatsächlich in der vergangenen Folge schon eindrucksvoll bewiesen und hat sie auch selber gesagt, dass sie kühl ist. Es gibt einfach solche und solche Menschen und es ist ja auch okay. Aber in der Kombination ist es schon echt hart, weil wie Martin sich hier einfach abstrampelt und sich bemüht, hier genau ihre weiche Seite oder ihren weichen Kern zu finden. Ich fand's ein bisschen unangenehm. Großen Respekt, lieber Martin. Der nimmt das Date einfach genau wie Kim Virginia jeden ihrer Sätze als eine absolute Ego-Challenge. Ich bin Alex. Meine Traumfrau sollte lustig, sexy, sportlich, elegant und ja, einfach so sein, wie sie ist. Warum es bei mir noch nicht so richtig klappt, weil ich irgendwie dann immer irgendeinen Fehler suche bei der Frau. Der Fuß zu groß. Ganz großes Kiep. Meine Eltern sind beide dreimal verheiratet. Also ich habe nur einmal offen. Jetzt gucke ich rüber und sehe was schöner ist als Roland. Komm mal, der schaut schon einer raus. Geh mal rein. Mhm. Ja, mein Name ist Alex. Hallo Alex, ich bin die Nanette. Auf einen schönen Abend. Danke. Gleichfalls. Danke. Jetzt müssen wir aber erst mal kurz über Alex sprechen. Er hat ernsthaft eine Frau abblitzen lassen, weil sie zu große Füße hat. Habt ihr den Freudenschrei gehört? Das war Sarah Kern. Die hat nämlich damals gedacht, dass der Alex sie verlassen hat, weil er einfach keinen Bock mehr darauf hat, eine Ritterrüstung
im Schlafzimmer zu tragen. Einsicht ist er prinzipiell schon mal ein ganz guter Weg. Ne? Und er sagt, er ist super schwer zufriedenzustellen bei Frauen und mäkelt immer an Kleinigkeiten rum. Und genau damit hat er seinen Zweitjob als Ghostwriter für die Moderation von Germany's Next Topmodel hier offenbart. Na? Na? Darf ich Platz nehmen bei dir? Darfst du. Na? 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 Wie heißt du? Ich bin der Max. Max. Hi, ich bin Linda. Das ist ein hübscher Mann, schöner Körper. Und war eigentlich gleich optisch schon mal hin und weg. Ist ja allgemein im Süden bei uns hübsch, würde ich sagen. Sonst langweilig, aber so ist schon schön. Bist du so weit am Dorf, oder? Bei uns kennt eigentlich jeder jeden. Ja, so ist es bei mir auch. Ja, ich habe sofort gewusst, dass es meine Typfrau ist. Freunde, die Hotelangestellten an der Bar, das sind doch einfach wir, oder? Und da sieht man es, wie komplett anders der Max direkt ist, wenn es irgendwie einfach passt. Und jetzt ist er hin und weg. Sein Blick sieht noch so ein bisschen verhalten aus. Weiß ich jetzt eigentlich so genau, aber ist eher so ein bisschen Marke, Moderation von Sophia Tomala. Man hätte überhaupt nichts dagegen, wenn einfach ganz schnell aufgehört wird zu reden. Du bügelst ganz schön gut. Machst du öfters? Ja, mach ich öfter. Sehr gut. Ich meine, jedes Single-Treff auf so einer Plattform ist eigentlich ein Blind Date, weil die Fotos eh nicht stimmen. Schlimm wäre, wenn wir uns eine anderthalb Stunde anschweigen. Oh Gott, oh Gott. Tatsächlich mag ich sehr sportliche Männer. Sehr muskulöse Männer. Ich rede aber nicht von diesen Bodybuildern. Einfach so dieses gewisse Etwas. Da gucke ich dann hinterher, ja. Knack ihn Po. Wäre schön. Was ein guter Arsch. Danke. Ja, was nimmst du alles mit? Geschenke. Wir haben nur für meinen Datepartner und für dich und das Team. Wie grumpy ist bitte heute der Roland? Ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand von oben herab mit einem redet oder einen auch so behandelt. Was soll das denn? Warum anderen Menschen ein schlechtes Gefühl geben? Nee, mag ich nicht. Oh Leute, schade, dass wir jetzt hier keine Wetten abschließen können. Das glaube ich nicht, dass das passt. Alex sagt ganz klar, durch diese irreführenden Profilbilder ist eigentlich jedes Date ein Blind Date. Er hat da einfach einen Schaden weg. Ne? Als er sich mit der 18-jährigen vollbusigen Millionärin treffen wollte und alles dann doch beim Insolvenzverwalter geendet ist. Mein Name ist Daniel. Jetzt, wo ich hier sitze, bin ich schon sehr nervös. Ja, ich arbeite dran. Ich hatte bisher noch keine Beziehung und dementsprechend bin ich Single seitdem immer. Ganz schön fit, oder? Oh, das geht. Darf ich dich anlangen? Das ist nur anspannend. Ich bin eine Personalsachbearbeitung in Hamburg und ansonsten mache ich Cheerleading. Geil. So lieber Männer oder Frauen an? Ich fasse lieber Männer an. Männer, okay. Mein Traumpartner wäre mir schon idealerweise ähnlich. Also das Gegenteil von mir ist für mich jemand, der nur auf der Couch chillt. Deshalb hoffe ich, dass ihr einen schönen Mann für mich hier habt. Ein schöner Mann reicht ja nicht, ja. Ein schöner Mann, der auch direkt abenteuerlustig ist. Jetzt weiß ich aus ziemlich gut informierten Quellen, dass sich Felix von Jascharow eigentlich genau darauf bewerben wollte. Aber das Ding ist, er streitet sich leider immer noch mit seiner Krankenkasse, weil sie ihn einfach nicht zusätzlich gegen die Seemannskrankheit Skorbut versichern wollen. Ich bin tatsächlich sehr, sehr auf das Date gespannt, weil ich mir jetzt erstmal so komplett oberflächlich überhaupt nicht erklären kann, warum er keine Beziehung hatte. Netter Kerl, oder? Ich habe jetzt 8 Jahre in Brandenburg gewohnt. Beruflich bedingt, oder? Ja, das war wegen der Liebe. Ich bin da echt eingezogen. Die gab es nicht mehr, deswegen bin ich zurückgezogen. Warst du verheiratet? Ja, 2 Mal. Oh, hast keine Kinder? Doch, 2. Okay, wie alt? 9 und 16. Oh, so ein bisschen schade. Dachte, da kann ich nicht mehr die Mutti sein, die ich ja eigentlich gerne sein möchte. Eure Zeit ist gekommen. Ob das wirklich so passt und so matcht. Ich möchte meine Art überzeugen bei ihr. Das sind einfach Kleinigkeiten, die nicht viel an Energie kosten, aber der Frau ein Lächeln auf den Lippen zaubern. Alex Flirt-Taktik ist tatsächlich genau wie die von Icke Hüftgold beim Schreiben seiner Songs. Den größten Effekt mit wirklich geringster Anstrengung. Sorry, aber Nanettes Blicke hier tatsächlich als Antwort auf seine Aussagen hin. Also ich hätte, glaube ich, in genau diesem Moment einfach schon überhaupt gar keinen Bock mehr auf ein Date. Du triffst den Mann gerade zum allerersten Mal und musst sofort deutlich machen, was dir alles nicht passt. So, ganz wichtig, bevor wir weitermachen. Nee, ich frage gar nicht nach dem Abo mit Glocke, das habt ihr hoffentlich eh schon. Ich dürfte in den Big Brother Container einziehen und tatsächlich verändert das nochmal meinen Blick auf Reality TV komplett. Verlinke ich euch hier in der Infocard, schaut mal später rein. Ich finde es super spannend. Aber ich will kann. Bitteschön. Was machst du jetzt damit? Wegschauen. Wie oft hast du deine Kinder eigentlich bei dir? Jedes zweite Wochenende. Wir wohnen auch nicht ganz weit auseinander. Hast du Kontakt zu deiner Ex-Frau? Nein, mit der Ex-Frau habe ich überhaupt keinen Kontakt. Mit so einem Papa-Mädchen? Papa, darf ich das haben? Papa, ich möchte... Die böse Hexe ist schon da. Ich möchte das, Papa, ich möchte das und... Wenn sie mich anschaut mit ihren dicken, braunen Augen. Ja, aber du weißt schon, dass du als
als Eltern, die Aufgabe ist nicht, seinem Kind alles zu kaufen, was es möchte. Das ist schon richtig, aber also wir diskutieren oft darüber. Ja. Ich würde fast sagen, es ist mit die unangenehmste Stelle hier in der Sendung. Der Martin setzt eine herzerwärmende Aussage und zu liebevollen Worten über seine Tochter an. Und Charlene zerschlägt einfach direkt alles mit dem Vorschlaghammer. Man merkt, sie ist wirklich sehr rational und in etwa so romantisch wie eine Biogasanlage. Was ist denn aber da los? Guck mal hier, der nächste Blick. Ich weiß wirklich nicht, was höher liegt. Entweder das Ego von Roland Trettl oder die Hochnässigkeit in Charlenes Blick. Das ist wirklich mal wow. Ja, Erziehung ist halt immer sowas Individuelles. Aber ich werde ihm da sicherlich nicht reinreden. Ich habe das nie gemacht. Meine Tochter, die ist auch komplett so. Ich habe von der noch nie gehört, ich will das oder kauf mir das. Die ist, wow, okay. Das ist total so. Da haben wir einen ganz leichten Unterschied. Charlene ist da schon die Taffe. Natürlich geht es ihr vollkommen gegen den Strich, dass er ja der Tochter alles durchgehen lässt und sie eben wirklich jeden Wunsch erfüllt bekommt. Immerhin hat er dann weniger Geld, alles zu kaufen, was Charlene sich wünscht. Ja, die ist auf jeden Fall tough und kompromisslos. Na, ganz vielleicht sollte man sie einfach tatsächlich an den Tisch der Tarifverhandlungen der Bahn setzen. Ich wette, da würden sich beide Parteien allein schon aus Angst ziemlich schnell einigen. Darf ich dich was fragen? Ja. Ich meine, wenn das hier vorbei ist. Meinst du nach dem Picknick? Besteht da eine reelle Chance, dass wir uns wiedersehen? Ich bin generell jemand, der also Zuneigung gar nicht zeigen kann, geschweige denn aussprechen kann. Ja, wenn du hast es ja nicht weit. Ja, nicht, dass ich dann in München stehe und du bist, weiß ich nicht. Unavailable. Genau. Wenn jemand einem gefällt und hier so gewisse Distanz, dann ist das irgendwie der Männertrieb. Und erst jetzt will ich das wissen. Ich probiere es einfach. Das ist so krass. Charlene erinnert mich wirklich an eine ehemalige Chefin. Und ich war, glaube ich, so die ersten ein, zwei Wochen auch so ein bisschen der Martin, der ich auch probiert habe. So der, also Zuneigung ist das falsche Wort, aber vielleicht so ein bisschen Sympathie oder irgendwas zu erhaschen. Nix. Ich finde das richtig schwierig. Sieht man hier irgendwie was, also spürt man irgendwas, dass sie was für ihn empfindet, dass sie ihn mag? Martin ist es völlig wurscht, der ist im Angriffsmodus wie Roland Trettl, wenn bei Peek und Kloppenburg bunte Socken im Angebot sind. Ich darf mit einer reellen Chance rechnen. Ja. Cool, danke. Bei Männern bin ich da echt immer sehr kühl. Wenn ich ihn jetzt nicht gut finden würde, dann würde ich nicht mehr mit ihm sprechen. Aber ich habe Glück gehabt. Ja, so ein Witz, oder? Leider nein. Ein romantisches Picknick mit einer unglaublich faszinierenden Frau. Oh mein Gott, was für ein Kompliment. Vielen Dank. Vielleicht kommt ein Happy End raus. Ja, es ist alles möglich. Ich muss ganz ehrlich sagen, steigert meine Gier nach mehr ungemein. Niemand nach einer Gelee-Banane jemals. Ich glaube das zwar nicht, aber es könnte natürlich auch echt eine Masche sein. Also den Jagdinstinkt durch Desinteresse wecken. Das kann schon sein. Das haben andere Frauen ja auch schon probiert. Aber Kim Virginias Rekord in Sachen Nichtmelden lag bei gerade mal circa 10 Minuten, bevor sie ihn dann natürlich wieder mit Nachrichtendrohungen und Anrufen zubombardiert hat. Hingucker, ne? Hingucker, ja. Schon ziemlich nah an perfekt. Ja. Was machst du dann so? Ah, nichts Spannendes. Nichts Spannendes. Ich arbeite einfach nur in so einer medizintechnischen Firma und baue eine Skope zusammen. Okay. Ja, muss ja aber nicht immer spannend sein. Heutzutage ist alles so schnell und höher, weiter, schöner, noch besser. Warum eigentlich einfach normal? Oder hast du einen speziellen Typ? Ich achte schon ein bisschen auf Zähne. So. Mhm. Und groß fände ich jetzt auch nicht schlecht. Ja, aber mit deinen Zähnen kann man schlecht mithalten. Ich bin gelernt, der Zahnarzt selbst. Ah, keine Beruhigung, ich habe noch nicht mal eine Füllung. Ach was? Nein. Oh wow. Aber ich habe gesehen, da vorne ist eine Ecke bei dir abgebrochen. Ja, hat er mir letztes Mal gesagt, aber er meint, das ist noch völlig in Ordnung und da machen wir nichts. Muss man bei einem ersten Date, beim ersten Kennenlernen direkt irgendwie auf einen Fehler beim Zahn hinweisen? Also warum muss man irgendwie vielleicht dafür sorgen, dass eine andere Person sich schlecht fühlt? Finde ich voll scheiße. Muss ja nicht immer alles so verspannt sein. Das ist, glaube ich, genau das, was man dann hören möchte. Mehr Phishing for Compliments gibt es tatsächlich nur bei Bauer sucht Frau, wenn die Bauern ganz stolz sagen, dass sie hier extra aufgeräumt haben. Also natürlich deren Mütter. Chin Chin. Zum Wohl. Ich bin Darren, arbeite im Einzelhandel mit Klamotten und nebenbei noch im Club. Oh, my first time ever, first date ever. First Dates Hotel muss mir auf jeden Fall helfen, weil ich absolut nicht flirten kann. Ich krieg das nicht hin. Ich habe noch nie eine Beziehung gehabt und ich war auch noch nie verliebt tatsächlich. Ich habe keine Vorstellung, wie sich Liebe anfühlen könnte.
Also wenn wir Glück haben, sehen wir ein paar Katzen hier. Ich kann auch eine gute Katze nachmachen. Echt? Hm? Oh. Kennst du Star Wars? Ja. Ja, den Chewbacca kann ich davon richtig gut. Oh, bitte. Ey, und Donald Duck kann ich auch noch. Ich kann nicht mit mir lachen kann das. Nee? Da hat sie tatsächlich was verwechselt. Das war jetzt leider nicht Chewbacca, hat sie nicht so richtig gut getroffen. Das war nämlich Bea Fiedler, nachdem sie 3 Minuten keine Zigarette mehr geraucht hat. Und Leute, Achtung Klischee-Schublade, aber die Einblendung, dass Darren aus Berlin kommt, ich glaube, die hätten sie sich komplett sparen können, oder? In meiner sehr kleinen, beschränkten Vorstellung sieht nämlich tatsächlich genauso der typische Berliner aus. Ich war letztes Jahr in Ägypten. Ja, okay. Ich hatte jeden Tag ein anderes Adventure-Abenteuer gebucht. Wir waren klettern, wir waren Canyon. Ach krass. Aber ich brauche zwischendurch auch meine Ruhephasen und Erholungsphasen. Kannst du das auch mal alleine machen oder brauchst du immer eine Partnerin dazu? Ich lasse dich dann lesen und Kompromisse sollte man mal eingehen. Ich hatte Motorrad ausgeliehen. Hm, cool. 2 Tage und wenn du ein bisschen die Insel erkunden. Klingt ja super. Das ist ja gemeinsame Zeit und Körperkontakt. Ich will hier weg. Alex steht komplett auf Adrenalin und Abenteuer. Es gab aber auch schon Situationen, die er abbrechen musste. Damals zum Beispiel sein Date mit Patricia Blanco. Da hat er nämlich erst später verstanden, warum sie unbedingt mit ihm auf die Buchmesse wollte. Leute, wollte mich gerade verarschen? Also man kann tatsächlich Urlaub abseits von Strand, guten Drinks und so ein bisschen Metropolen gucken machen. Seit wann? Als ich ihn wieder gesehen habe, war es eigentlich so, als wenn man jetzt einfach da weitermachen würde, wo wir gestern Abend quasi aufgehört haben. Hallo! Hallo! Ja. Was soll ich sagen? Es funktioniert halt. Zur Familienplanung. Wenn ich jetzt wen finde, wo es dann passt, würde ich schon gern auch Familie gründen. Jetzt keine 10 Kinder, aber so 1, 2 vielleicht. Wie sieht es bei dir da aus? Ich finde Zwillinge ganz witzig. Ja, das finde ich halt auch cool. Stimmt. Ein Rutsch durch. Ja. Keine 10 Kinder, sondern so 1 bis 2. Oder wie Mama Wollny sagen würde, warum hast du Kinder? Ich fände Zwillinge ganz witzig. Das war rein zufällig auch der letzte Satz, den Heidi Klum zu ihrem Agenten gesagt hat, bevor er ihr den Tom Kaulitz vorgestellt hat. Ich bin Kim. Ich brauche nur 10 Minuten im Bad. Dann bin ich relativ schnell. Ja. Ich habe eine ganz große Liebe und zwar ist das die Liebe zur Nuss-Nougat-Creme. Ich bin ein sehr, sehr krasser Kopfmensch und ich zerdenke viele Situationen. Kann das sein, dass du Single bist? Ja, ich glaube, Standardantwort ist, der Richtige war noch nicht dabei. Ne? Überall, wo ich hinreise, bringe ich immer ein Glas Nutella mit, weil überall schmeckt das anders. Machst du das jetzt täglich oder machst du das nur im Urlaub? Zu jeder Tageszeit. So, was hast du sonst für komische Eigenschaften? Ja. Oh, richtig lecker. Also das sind Kleinigkeiten, wo ich denke, der Mann hat mich. Mein lieber Roland, jetzt reicht's hier. Ne? Jetzt ist eine Grenze überschritten. Bei Kommentaren gegen Nutella hört es leider komplett auf. Ich liebe Nutella nämlich selber. Am besten auf so einer leicht warmen Brezel vom Ditch. Mmm, lecker. Kims Nutella-Liebe ist komplett nachvollziehbar. Und so hat auch jeder seine eigene Sammelleidenschaft. Bei ihr sind es Nuss-Nougat-Cremes, bei den Machern vom Traumschiff längst vergessene TV-Nasen, die Bock auf einen Gratis-Urlaub haben. Für euch die Orange. Vielen Dank. Na dann. Oh, wie geil. Mit Schokolade und... Mmh, mit Schokolade. Mmh. Darf ich? Ja. Oh, das ist ja was für mich. Ich bin ja so ein Süßi. Ich finde das nett. War so anstrengend. Warum? Sehr attraktiv. Bist du glücklich? Ja. Die Höflichkeit vom Alex gefällt mir sehr. Und dass er eben auch darauf geachtet hat, dass es mir halt auch wirklich gut geht. Ich finde es sehr super, wenn der Mann die Rechnung begleicht. Ich habe mir bisher wirklich auf die Zunge gebissen, bevor ich sowas sage wie, na nett war das aber nicht. Na nett. Und dann muss er auch noch fragen, ob er probieren darf. Das hat mich nur gewundert, dass sie nicht angefangen hat, ja, leise zu knurren. Und davon abgesehen ist es wahrscheinlich kein gutes Zeichen für ein Date, wenn eine gefüllte Orange tatsächlich ja, für den größten Gefühlsausbruch sorgt. Das ist so, als würdest du 2 Wochen lang eine sackteure Reality-Sendung im Dschungel drehen. Und alles, was hängen bleibt, sind irgendwie Geschichten über Haarausfall und einen Piraten aus Grevesmühlen. Zweites Date. Soll ich jetzt anfangen oder möchtest du wieder anfangen? Jetzt würde ich dir den Vortritt lassen. Würde ich für ein zweites Date plädieren? Von meiner Seite her hat es sich eher wie Freundschaft angefühlt, aber eben nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Kein Weltuntergang. Nee, ja, das glaube ich. Es lief alles richtig gut.
bis sie dann gemerkt hat, dass der Alex niemals diese Gefühle in ihr auslösen kann, wie das die Orange geschafft hat. Naja, also Nanette empfindet ein freundschaftliches Gefühl, aber halt nicht auf die gute Art und Weise. Sorry, aber damit steht der Alex wirklich so knietief in der Friendzone wie Peter Klein bei Yvonne Wölke, nachdem die Exklusiv-Interview-Anfragen aufgehört haben. Wenn ich mich verliebe, würde ich mich auf kein Geschlecht festlegen, sondern auf den Charakter. Liebst du dich? Zum Teil, ja. Also ich glaube, Selbstliebe zu 100% zu spüren, das ist für mich der Sinn des Lebens, sich komplett inbrünstig selber zu lieben. Ich denke auch, je eher du dich selbst liebst, desto eher findest du jemanden, den du lieben kannst. Ihr kommt vor, mit einem 70-Jährigen zu sprechen. Meine ADHS stellt manchmal ein bisschen anstrengend. Auch wenn ich manchmal nicht gerne so bin, gehört es zu mir und das sollte man auch lieben lernen. Wie machst du es sonst? Dating-Apps, ne? Männer unter Männer sind immer ein bisschen schruffer und auf den Punkt gebracht, würde ich immer mal sagen. Die sagen immer, was sie wollen. Da gibt es jetzt nicht so meistens so viel mit Essen gehen. Selbstliebe ist ein Riesenwort und ich glaube, manchmal ist es schon ein richtig guter Weg, wenn man sich selber akzeptiert. Aber ich glaube auch, dass man nur dann richtig die Bedürfnisse von seinem Gegenüber erkennen kann und da auch was machen kann. Trotzdem muss man, glaube ich, auch aufpassen. Es gibt viele Menschen, die Selbstliebe mit Egoismus verwechseln. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich bin halt sehr gespannt, wer es dann sein wird. Ist er schon drin? Ja, jetzt weiß ich echt nicht mehr, ob es ein David oder ein Max ist. Lüge. Bitte. Ich bin gespannt. Du bist Andreas. Ich bin Andreas, bin jetzt in dem Alter, mich festzubinden, die Ehe einzugehen, Kinder zu bekommen. Sie hat auch eine schöne Haarfarbe, ne? Also. Das Problem war nur, dass ich halt mit dem Kopf irgendwie in dem Moment noch woanders war, weil ich jemand anderen erwartet habe. Ich habe in Mönchengladbach studiert, aber in Düsseldorf gewohnt. Ah, warst du an der Hochschule in Niederrhein? Genau, ja. Ich war auch an der Hochschule in Niederrhein. Ehrlich? Wir kommen aus derselben Gegend, was mir ja eigentlich auch recht wichtig ist, weil ich eigentlich nicht so gerne umziehen möchte. Oh, das finde ich total spannend, weil eigentlich hat sich Sina ja komplett auf den Dennis festgelegt. Und wir wissen ja schon hier aus der Vergangenheit, dass die hier bei First Dates Hotel ein richtig gutes Händchen haben. Also mal schauen, ob das hier ein Plot-Twist wird. Ist auf jeden Fall mutig, sich dann bei so einer Sendung anzumelden, obwohl man eigentlich gar nicht die Region wechseln möchte. Sorry, aber das ist so, als würdest du bei Primark einkaufen und ein Shirt suchen, das mehr als 3 Waschgänge überlebt. Ich hoffe einfach nur, dass ich nicht in der Todesstille mit meinem Date sitze. Servus. Hallo. Interessanter Style. Fand ich so luftig, weil ja viele Löcher in der Hose. Ich komme aus Hamburg. Ja, Hamburg ist mir ein bisschen snobby. Ich mag es halt ein bisschen düster und dreckig, deswegen. Ich habe es jetzt erstmal irgendwie auf die Stadt bezogen. Ich bin mein Leben lang schon Single. Ja, willkommen im Club. Ach, du auch? Hast du noch keine Beziehung geführt? Nee. Anlaufschwierigkeiten hatten wir gar nicht. Anfangs hatten wir schon etwas Anlaufschwierigkeiten. 2 Parteien, die so eine Ausgangslage unterschiedlich einschätzen. Das kommt natürlich nicht nur bei diesem Date hier vor. Nach dem Date mit Bauer Patrick gibt es Frauen, die ihn arrogant finden und andere, die ihn arrogant und hochgradig frauenfeindlich finden. Gebe es zu, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht sämtliche Männer-Dates hier mit unseren Lieblingen Fatih und Stefan vergleiche. Will ich eigentlich nicht, aber bei den beiden fühle ich das nicht so wie bei Fatih und Stefan. Als ich dann schon beim Weg zum Pool gesehen habe, dass sie da ist, ja, hatte ich einfach nur Glücksgefühle. Ich hatte mein Date. Jetzt heißt Linda. Was? Ja, wir haben uns gut verstanden. Mhm. Aber es war halt gar nichts da. Aber dann bist du auch schon zielstrebig. Voll. Ja. Ich habe für mein Date Schokolade mitgenommen. Eine zum Gleicher schenken und eine zum, wenn das Date gut ist. Die habe ich aber quasi schon gar nicht mehr mitgenommen, aufgrund unseres Treffens. Also die hat die zweite Schokolade nicht bekommen. Ich habe schon das Gefühl, dass er mich, glaube ich, ganz gut findet, ja? Ich mag es so sehr, wenn Menschen ihre Zuneigung zeigen können. Das macht der Max hier wohl eindeutig. Und der andere Linda hat er tatsächlich zum Abschied keine Schokolade mitgebracht, dafür aber eine Packung Kaugummi. Die hat er nämlich immer mit dabei für Dates, die sich einfach tatsächlich wie Kaugummi ziehen. Und das Traumdate mit der anderen Linda, das ist quasi der Benjamin-Button-Effekt. Wie kann man schon beim ersten Date so wirken, als wären sie, keine Ahnung, 20 Jahre verheiratet? Reist du generell auch einfach gerne? Ja, auf jeden Fall. Bin aber auch gerne mit dem Zelt unterwegs. Cool. Ist schwierig, muss ich sagen. Das muss ich halt mal testen, ob das auch was für mich ist. Ja. Ich glaube, da muss jetzt echt viel Witz und viel gutes Gespräch kommen, damit er David dann noch überrunden kann. Aber du warst auch noch nicht verheiratet oder hast irgendwie Kinder oder so irgendwas? Keiner von denen ich weiß. Okay. Ich schaue sie gerne an. Aber glaubst du, dass, also
dass sowas auch funktionieren könnte, wenn man sich übers Fernsehen kennenlernt. Warum nicht? Ich merke jetzt, dass es halt doch wirklich auch funktionieren kann. Dieses Cool von Sina ist wirklich einfach Gold. Und ohne Scheiß auch wirklich exakt meine Reaktion auf Zelten. Ich finde, sie sagt das mit der Begeisterung einer Kindergärtnerin, wenn irgendein Kind ihr tatsächlich den größten Popel der Welt zeigen möchte. Aber mal ganz ohne Scheiß, ich hätte das never ever gedacht, dass er es schafft, dass sie sich ihm öffnet. Weil tatsächlich, ich hatte den Eindruck, es wird auf jeden Fall der David. Man muss auch keine Vorspeise nehmen, oder? Nee, ist gut, da sind wir uns ja einig. Das machst du hobbymäßig so. Ich bin echt jemand, der selten still sitzen kann. Was hörst du gerne für Musik? Alles außer Schlager. Ja, bei mir. Ja, zählt bei mir auch. Verdammt gut. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine das Essen. Ja, ja, ich weiß. Also. Ich glaube, ich bin eine größere Sau als der Daniel, das gebe ich auch offen zu. Klar, ab und zu mit offenem Mund gesprochen und so weiter, aber war ja nichts, wo ich mich angeekelt gefühlt hätte oder so. Ist im Übrigen ein Satz, der bei Mike Heiter direkt nach dem Besuch einer Bücherei fällt. Also auch wenn er sich nicht geekelt hat, richtige Begeisterung sieht anders aus. Messe ablecken zu Hause, ja, vielleicht passiert mir das schon ab und zu mal, aber in einem Restaurant, ne. Die Linda war keine, die du davor schon gesehen hast. Nee, ich hatte mir gehofft, dass du es bist. Ah, wow. Also für mich hat es mit dir gefunkt. Ich glaube, ich weiß manchmal nicht, wie ich mit so Komplimenten ja, lass es einfach mal irgendwie sacken. Aber wer weiß, du wirst ja morgen wahrscheinlich auch noch mal ein paar Gelegenheiten bekommen. Ich will ja gar nicht mehr. Crazy. Was ist denn los? Man weiß natürlich, Mensch, das ist ein Single-Hotel und die hat ja auch noch ihr Date. Das ist doch jetzt genau der richtige Anlass, ja, einen Brief zu schreiben. Aber ist schön, ich hoffe, wir sehen uns noch mal. Liebe Grüße, ich mag D-Max. Wenn man einer Frau einen Brief schreibt und das Ganze mit einer Schokolade überbringt, glaube ich, ist das auf alle Fälle romantisch, ja. Ja, okay, also vielleicht kam die Idee vom Kellner und ja, auch okay. Vielleicht ist das jetzt nicht das Allerromantischste, was man irgendwie so schreiben kann. Aber sei es drum, man merkt doch total, wie er sie mag und ganz ehrlich, die kennen sich einen Tag, was soll er da jetzt auch großartig schreiben? Ja, und Freunde, es gibt immerhin auch eine Schokolade zum Brief. Bei Schwiegertochter gesucht wäre es ja eine Schlachtplatte für zwei Personen. Und wenn ich jetzt Linda wäre und ich würde ihn richtig, richtig toll finden, natürlich würde ich mich darüber mega freuen und ich würde, glaube ich, in jedes Wort irgendwie alles Mögliche reininterpretieren und würde glauben, dass das Ding hier von Goethe persönlich stammt. Und mir ist warm. Zum einen finde ich bei Andreas gut, dass er größer ist. Dann Bart finde ich schön, dunkle Haare, schöne Zähne, schöne Hände, also wirklich attraktiv. Ich bin gerade so ein bisschen im Zwiespalt. Ja, mir ist scheißegal. Wenn es jetzt um ein zweites Date geht, wen ich halt besser finde. Ob das Blind Date oder das Vorher-Date. War schön. Wir haben auch ein paar Gemeinsamkeiten entdeckt. Ja, zweites Date. Also ich fand, das Date war schon eher so freundschaftlich cool. Ich würde halt gern wissen, ob es vielleicht noch in eine andere Richtung gehen könnte. Ist sehr cool. Ach krass, Sina möchte gerne ein zweites Date haben, um sich tatsächlich ihre Gefühle klar zu werden. Ist fast ein bisschen witzig, weil genau so, wirklich exakt so, teste ich beim Einkaufen immer, ob meine Gefühle für Kinder Bueno noch bestehen. Okay, damit wird der David auf gar keinen Fall gerechnet haben. Und um ehrlich zu sein, ich glaube noch nicht mal, sie hat damit gerechnet. Tatsächlich bin ich gerade auf der Suche nach einer Partnerin, das Herz im richtigen Fleck hat. Warum bist du Single? Ja, das fragen wir uns auch nicht. Ich bin absolut kein Bad Boy. Dann schreckt das die meisten ab. Ja, die wollen ein bisschen Drama, die wollen ein bisschen Ärger und solche Geschichten. Das hatten mir tatsächlich schon sehr, sehr viele Frauen gesagt. Das ist der beste Platz, um gefunden zu werden. Danke. Hallo. Hallo. Servus. Hi. Hallo, ich bin der Philipp. Hi, Kim. Freut mich. Also Philipp habe ich umgehauen. Mein Opa aus Tirol würde sagen ÖH. Cool. Ich reise total gerne alleine tatsächlich. Okay. Ich muss mich ganz kurz entschuldigen, wenn ich darf. Ja, kein Problem. Eine Sekunde, weil aber da müssen wir anknüpfen dran, weil ich bin auch eine Alleinreise. Ich frag dich gleich. Also der Philipp sagt von sich aus, er wäre kein Bad Boy und hat auch überhaupt gar keinen Bock auf Spielchen. Und wir können ihn nur beglückwünschen, weil genau damit ist er so weit von der Teilnahme an anderen Reality-Sendungen entfernt, wie Max Imogdi-Brief von der Nominierung zum Deutschen Buchpreis. Kann ich vielleicht eine Serviette kurz haben? Ein bisschen die Hitze, Aufregung. Da ist das Bad. Ah, perfekt. Ja. Wenn ich ein bisschen nervös werde, beginne ich leider zu schwitzen. Also ich hatte schon mal ein Date, wo ich zum Schwitzen begonnen habe. Es gehört zu mir. Auch meine besten Freunde wissen, dass ich sehr, sehr leicht schwitze. Die haben auch schon im Vorfeld gesagt, schwitz ja nicht. Aber ja, hat halt leider nicht ganz funktioniert. Ein anderes Klima wie in Wien, was? Ich habe auch nicht gerechnet, mit einer sympathischen Dame da zu schützen, deswegen. Tatsächlich habe ich einen Mann noch nie so zum Schützen gebracht. Das ist das erste Mal. Fühle ich mich geehrt. Ey, erstmal Hut ab, wie offen und cool er damit umgeht. Und dass er viel schwitzt, ist überhaupt nicht schlimm.
Das Problem ist, dass er einfach nicht kreativ ist. Er hätte aus der Not eine Tugend machen können und das Date zum Beispiel in der Sauna abhalten können. Da wäre nicht nur das mit dem Schwitzen überhaupt kein Problem gewesen. Er hätte auch direkt checken können, ob die Partnerin irgendwie ein peinliches Tattoo vom Ex hat. Auf dem gleichen Weg hatte mich tatsächlich Sophia Tomala schon den einen oder anderen Korb kassiert. Ich habe hier was bekommen von Maximilian. Dankeschön. Bitteschön. Süß. Süß? Ah ja, ich finde es auch mega süß. Ich meine, wann kriegt man heute noch Briefe? Dann hat er mir noch die Schokolade dazu geschenkt. Das fand ich so süß. Ja. Also da war ich schon kurz mal baff. Den Brief von Max, den fand ich ja wirklich richtig cool. Das habe ich auch nicht erwartet. Diese Sendung hier gibt mir tatsächlich den Glauben an Dating-Formate zurück. Sie ist geflasht. Und ich wär's auch. Und man sieht einfach, du musst überhaupt kein großer Literat sein, um Freude mit einem Brief auszulösen. Die Geste zählt und die macht Eindruck. Und trotzdem muss man so ein bisschen aufpassen. Bei Charlenes Sinn für Romantik hätte sie den garantiert korrigiert zurückgeschickt. Das finde ich halt super. Wenn jemand authentisch ist, glaubhaft authentisch, dann mag ich das. Dann habe ich einmal die Rechnung, die Person, die zahlen möchte, einfach oben Zimmernummer drauf. Wollen wir uns teilen? Ja. Also ich möchte auf jeden Fall kein zweites Date, weil es für mich einfach nur freundschaftlich gewiped hat. Ich möchte auch kein zweites Date, weil wie gesagt, das hat eher nur so freundschaftlich gewiped. Darren hätte gerne lieber jemanden, der noch extrovertierter ist als er. Das wird nicht so einfach, aber immerhin ist der ganze Cast von Charming Boys ja noch frei. Er fand es schon so ein bisschen sehr schroff ausgedrückt von Darren, aber gut, er war ehrlich. Und immerhin haben sie damit auch mit allen was gemeinsam, die in der Eile den Automatencafé vom Backwerk genommen haben. Garantiert kein zweites Mal. Der größte Pluspunkt, den man haben kann, ist einfach, dass man ein bisschen ehrlich ist, dass man einfach auch, sag ich mal, ein bisschen altmodisch ist. Fand ich total sympathisch. Ich hätte auch nicht mit gerechnet, dass ich am ersten Tag schon so schöne Männer schon sehe. Wirklich, also ich habe wirklich so Angst gehabt. Und ich bin eine ganz schlechte Schauspielerin. Sieht man das ganz schnell an. So vom ersten Eindruck hat mir eigentlich alles gut gefallen bei Kim. Richtig was gerne. Fragen? Wie war nochmal dein Name? Philipp. Macht nichts, Kim, kein Problem. Da laufe ich auch schön rot an, aber oh Gott. Ich hauen die gleich so etwas raus. Gut gemacht. Ich bin eine ganz schlechte Schauspielerin. Das sagt übrigens auch immer Veronika Ferres, wenn sie am Set gefragt wird, warum sie wirklich in jeder Szene den gleichen hölzernen Blick hat. Also, was ist denn da los? Geht richtig flirty zu. Und ich würde fast so weit gehen, dass es bisher tatsächlich nur zwischen Nanette und der gefüllten Orange so sehr gematcht hat. So, jetzt gucken wir mal, was aus den Dates geworden ist. Lynn und ich, wir haben uns zwischenzeitlich mal in München getroffen und es war ein wunderbarer Fail. Nachmittag. Wir sind auch sonst regelmäßig in Kontakt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Charlene und Martin daten sich weiter fleißig. Und dass sich bei ihnen was geändert hat, das spüren nicht nur die beiden, sondern natürlich auch vor allem Martins Tochter. Seit sich ihr Vater mit Charlene trifft, weigert er sich nämlich, ihr die neue Prada-Tasche zu kaufen. Die beiden sind weiter in Kontakt, müssen sie aber auch. Naja, also beim ganzen Nachmittag in München musste er natürlich einen Kredit bei ihr aufnehmen. Kim finde ich auf jeden Fall sehr sexy. Mir geht tatsächlich kurz vor dem Date durch den Kopf, ob das noch getoppt werden kann. Wie findest du Sina? Ich mag Sina gerne, ja. Also ich fand auf jeden Fall, dass du sehr attraktiv auch aussiehst. Hat sich auf jeden Fall so angehört, als ob ich den anderen Typen ausgestochen hätte. Findest du, das ist bei uns jetzt romantisches Kennenlernen, Flirten und so oder eher Freundschaft? Das hat bei mir schon ein bisschen gefunkt. Kommende Woche sehen wir also, wie sich Sina zwischen zwei Männern entscheiden muss. Mit anderen Worten, das spannende Bachelor-Finale, das sich RTL seit Jahren wünscht. Und das, liebe Freunde, wollen wir alle nicht verpassen. Deswegen unbedingt jetzt hier ein Abo mit Glocke dalassen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben ist super. Und kurz das Handy rausholen und vielleicht tatsächlich mit einer Person teilen, die ihr mögt. Und bei der ihr sagt, ey, das wird dir auch gefallen. Wäre mega. Die ganzen Folgen gibt es natürlich alle bei RTL Plus. Link ist in der Beschreibung. Muss man andere bei einem ersten Date vor allem auf Fehler hinweisen? Oder finde ich das komisch? Freue mich sehr auf eure Kommentare. Charlene und Martin, was sagt ihr? Wird das was? Hier war die liebe Charlene schon richtig unangenehm, aber es gab hier auch echt so einen fiesen Korb. Also guckt auf jeden Fall rein. Ich war einen Tag im Big Brother Container und ich sag's, wie es ist. Ich sehe Reality TV jetzt echt anders. Würde mich total freuen, wenn ihr reinschaut und dann sehen wir uns gleich hier.